Hallo und willkommen zu einem. Oh, ich kann nicht wieder ins Video tappen. Zu. Ne? Also, falls das mit dem Bild was wird, kommen wir jetzt zu einem Mini-Tutorial-Video. Und zwar geht es um das letzte Replay nochmal kurz, weil es gab eine entscheidende Key-Szene, die das ganze Spiel dominiert hatte. Und ich habe einige Zuschriften bekommen, wo die Leute mich angeschrieben haben, dass ein Wehrmachtler in der Mitte alleine keine Chance hat, gegen zwei Amerikaner zu verteidigen, gerade in der Szene. Und von da dachte ich mal, weil das so elementar ist und ich das schon öfter beim Wehrmachter gesehen habe, dass das eher ein hausgemachtes Problem ist und eigentlich ein Mengenproblem ist beim Verteidigen, möchte ich gerade mal hier ein Mini-Tutorial draus machen, um zu zeigen, warum man eben auch als ein Wehrmachtler gegen zwei Amerikaner zur Not verteidigen könnte. Also überlaufen wurde, waren es nicht zwei Amerikaner, das kann ich auch noch zeigen, aber das ist auch völlig irrelevant. Er hätte auch locker gegen zwei gleichzeitig verteidigen können. So, von daher zeige ich das mal ganz kurz. Es geht also quasi in diesem Video jetzt hier, geht es um die Frage, wie man eine Befestigung aufbauen kann und wie man sie eben auch erhält und eben auch befestigt macht. Ne? Also nur eine Befestigung aufbauen, so hier haben wir jetzt hier alles aufgebaut und dann sind wir runtergelaufen. Ja? Und jetzt laufen wir wieder hoch, wenn der Gegner jetzt gerade da reinläuft. Das ist natürlich Käse. Ne? Also Punkt 1. Wenn ihr eine Befestigung aufbaut, müsst ihr die natürlich gut aufbauen und dann müsst ihr die aber eben auch besetzen. Also eine Mauer hochzuziehen und dann keiner auf die Mauer zu stellen, ist halt nicht so optimal. Und genau das haben wir halt hier gemacht. Wir reagieren jetzt darauf, der Gegner kommt nur langsam rein und da passt das so gerade eben noch. Ne? Aber das war natürlich Käse. Ja? Also, wir haben die Burg gebaut und nicht bemannt. Ja, gut, so. Also, erstmal eine Befestigung aufbauen, ja. Und dann bitte auch Leute reinsetzen. So, dann fängt das an. Jetzt haben wir hier die normale Szene am Anfang. Ist ja kein Problem, kann auch einer verteidigen. Alles nichts Weltbewegendes. Die Defense steht ganz gut. Wir haben halt hier auf der Straße, auf dem Anlaufweg, ich glaube, es sind zwei Minen gewesen. Genau, die eine ist schon reingelaufen, die andere liegt hier vorne noch. Ich persönlich bin ein Freund von der Mine hier hinten eher als der Mine hier vorne ganz nebenbei. Überlegt euch mal kurz bei den Angriffen, was ihr haben wollt. Ihr wollt keinen pinnen, der hier runterläuft. Also wenn der hier hinläuft, also wenn hier runterläuft, der eine, ne, der ist, weiß nicht, wo er ist, der Rifle, der ist in die Mine eben gehüpft, da oben. Ne? Das ist euch völlig egal, dass der jetzt irgendwie in die Mine gehüpft war. Ist ja schön. Aber ihr wollt, wenn die angreifen, euch umzingeln und flanken, wollt ihr, dass einer in die Mine hüpft. Und die ist halt jetzt weg für so einen Fall. Ne? Das heißt, ihr wollt die Mine darlegen, wo die Kreuzung ist. Und zwar hier. Wenn die hier durchlaufen, dann splitten die. Nach hier oben, nach hier unten und nach hier rechts unten. Und da sollte die Mine hauptsächlich für wirken. Aber die ist auch nicht schlecht. Also, ne? Ich sag nur, wenn ihr das ein bisschen optimieren wollt. So, das ist jetzt hier der erste Angriff. Dann sieht man halt hier ganz gut, wie das halt ausschaut, wenn die Festung stimmt. Ja? MG haben wir in Deckung, wir haben Sicht, wir haben Volks, der keine Schäden nehmen, weil die alle gepinnt sind. Die sind in Minen gehüpft, die können nicht flanken wegen den Drähten, die können keine Deckung suchen. Ne? Also ist alles perfekt. Die haben sich umsonst bekommen, das Haus. Also, es hätte jetzt nicht sein gemusst, aber. Das war jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie eine Befestigung ausschaut und wie man komplett und vollständig ohne Verluste, ich glaube, ein Bike ist eben gestorben, das war mal ein Mikroding, nee, es lebt noch, ist es noch. Ne, aber es war, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, was eine Befestigung beim Gegner anrichten kann. Und es wäre jetzt hier, glaube ich, egal gewesen, wie viele Rifle da kommen. So, trotzdem muss man hier sagen, gibt es ein paar Kleinigkeiten, die man hätte besser machen können. Und zwar dieses MG, was da unten steht. Das hat halt diesen Cone hier in diese Richtung ausgerichtet. Das Problem ist, dass sich nicht alle gleichzeitig in diesen Cone pinnt, ja, das ist nicht der Fall faktisch. Das heißt also, wenn ihr das so habt, dann geht ihr das Risiko ein, dass der Gegner eben nicht ausreichend gepinnt wird. Das heißt, wenn jetzt hier drei Rifle durchlaufen, und das ist, glaube ich, zweimal eine Szene, die wir auch sehen werden, oder schon eine, die wir gesehen haben, ist das, wenn, dann können die Rifle splitten. Das heißt, wenn der zwar hier oben an der Hecke langläuft, hier reinläuft, ein anderer steht gleichzeitig hier und der dritte läuft halt hier unten so rum rein, dann wird das MG wahrscheinlich 1 bis 0 von denen pinnen. Ja? Und von da ist das hier eine Position, die das nicht optimal absetzt. Also ihr müsst euch überlegen, ihr habt ja diesen Bottleneck jetzt hier gebaut, ne? Hier ist ja überall zugedrahtet. Und dann steht das MG aber so, dass es dieses Bottleneck nicht ordentlich abdeckt. Das sieht aus, als ob es das machen würde, das ist eine Erfahrungsfrage. Ist aber hier faktisch nicht der Fall. Also wenn die Rifles sich ordentlich aufteilen, der eine steht hier unten, meinetwegen lässt sich pinnen, dann laufen die da oben alle durch. Ja, das geht ebenfalls. Ich glaube sogar, dass ein Dreier-Split möglich ist, aber ein Zweier-Split geht ohne Probleme. Das heißt, das MG steht völlig suboptimal hier unten. Das müsste normalerweise hier vorne stehen. Hier ist auch grüne Deckung. Ne? Und dann könnt ihr den Anlaufweg super optimal holen, zumal der Gegner hier auch gar keine Deckungen hat dann ordentlich. Ne? Das ist nicht so ausreichend für ihn. Ihr könnt es auch ins Haus setzen oder ihr könnt das meinetwegen hier vorne hinsetzen und euch hier einen Sandsack ziehen und dann so ausrichten. Der Punkt ist nur, ich habe das nämlich schon bei ein paar Replays jetzt gesehen, bei Wehrmachtlern, die noch relativ neu sind. Ihr müsst vor der Split-Position den Pin ansetzen und das ist hier nicht der Fall. Okay? So, Key-Element von der Verteidigung. Machen wir kurz mal hier weiter. Zack, zack, zack. So, was haben wir jetzt für eine Szene gehabt? Erstmal ganz kurz, wenn euer Auftrag ist zu verteidigen, würde ich empfehlen, ein zweites MG zu holen statt einen Sniper, weil der Sniper niemals die rechtzeitig auffällt, denn er tötet ein, zwei Mann, dann stehen die vor euch und töten alles.
Also der hat einfach keine Stopping Power. Und wenn der Stopping Power hat, kann er den Gegner ausbluten über Zeit, aber den Burst zum Ausbluten, damit er eben die Zeit erkauft, den kriegen nur MGs. Also der Sniper ist auf jeden Fall die falsche Einheit, wenn ihr das verteidigen wollt. So, hier oben ist jetzt einer durch, das heißt, dass der da durch ist, da oben, zeigt uns sehr deutlich, dass er da aufgedrahtet hat. Wo soll er sonst hergekommen sein? Also das 100% wissen wir, dass da aufgedrahtet wurde, liegt jetzt auch eine Mine. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel eine Stellung, die gebrochen wurde. Da ist quasi die Bresche in der Mauer, wenn ihr so wollt. Und da ist immer ganz hilfreich, dass man die Breschen in der Mauer besonders stark irgendwie verteidigt. Heißt also, eine Mine davor legt, den Draht wieder ziehen oder einen MG drauf ausrichten zum Beispiel. Ne? So, die Minen sind auch alle weggeräumt worden hier. Und jetzt gucken wir mal, wie die Reaktion da drauf ist. Die Reaktion ist, der stellt sich AFK da rein, der geht in die Backline und was der macht, weiß der liebe Gott nur. Ne? Das heißt also, jetzt müsste man eigentlich den Mörtel nehmen und die Mauer wieder schließen. Und stattdessen, wie gesagt, ist halt der AFK. Und ich weiß nicht, was der da jetzt anstellt, ehrlich gesagt. Der hat die Mine gesucht und geht jetzt hier oben wahrscheinlich irgendwo hin. Das MG ist jetzt auch hier oben hingegangen, was gebaut wurde. Aber ne, das ist ja nicht seine Aufgabe hier oben. Also seine Aufgabe ist, die Mitte zu halten. Und jetzt gefährdet man sich halt. Es kommt trotzdem nochmal ein Angriff, der trotzdem abgehalten wird ohne Probleme, aber er hat das Spike verloren, was bedeutet, dass er weniger Sichtrate fürs MG hat und später reagieren kann, der Sniper später schießt. Genau. So, aber mein Punkt an der Stelle ist jetzt, man kann jetzt argumentieren, warum die Truppen halt nach oben und unten weggegangen sind. Wichtig ist nur, wenn man sagt, dass die Mitte eine Key-Position ist, dass das die Verteidigung ist, dann muss man die Verteidigung, die Befestigung wieder aufbauen. Und das ist jetzt nicht passiert vor dem nächsten Angriff. Keine Mine wurde gelegt, das natürlich zugemacht, ne, die ganze Radar-Geschichte. Und es wurde halt eben auch nicht patrouilliert hier vorne mit dem Bike, was da umsonst gestorben ist. Auch der Sniper, der steht hier ganz unten, der könnte hier auch hier oben zum Beispiel stehen. Und dann, das ist ja ein Zaun, ja. Da könnte man ja snipen und gucken, wann jemand kommt. So, und der steht halt wie gesagt die ganze Zeit AFK da im Bunker, im Graben. So, und jetzt geht der Gegner halt hin und macht seine Flanke, ne? Und zwar, jetzt gibt es halt mehrere Probleme. Das MG wird jetzt hier quasi überrascht auf einer Nicht-Deckungsposition durch diese Lücke, von der wir wussten. Das ist jetzt ein Unding. Das hätte halt das Bike verhindert, der Sniper in der Position hat es verhindert, das Zudraht hat es verhindert, die Mine hat das verhindert. Und die Einheiten waren ja da. Es ist mein Problem. Ich will dem Spieler nicht. Sie will nur sagen, ne, ob da oben jetzt zwei, drei oder vier durchkommen, ist völlig egal. Wenn das MG in Position gewesen wäre oder die Mine oder der Draht, dann wäre da eine ganze Armee auch nicht durchgekommen. Auf der rechten Seite ist jetzt was Ähnliches. Hier steht jetzt einer in Position. Wenn der, wie gesagt, jetzt hier unten durchläuft, wird er wahrscheinlich gar nicht gepinnt von dem MG und ist auch direkt durch. Ja? Also das ist halt auch keine Mine gelegt und nichts gedrahtet. Hier könnte man zum Beispiel hingehen können und hätte mal mit dem Volks, der halt irgendwo da hinten jetzt hier steht, obwohl da auch ein Pio kappen könnte oder. Also ich würde halt, wie gesagt, die Stellung erst ausbauen, bevor ich irgendwas anderes mache. Der hätte jetzt hier zum Beispiel einen Draht von hier nach hier ziehen können, um dann nochmal diesen Split zu verhindern. Weil wenn die hier durchlaufen, ne, wie gesagt, die können halt hier reingehen, die können da reingehen und die können hier gerade reingehen. Und um diesen Split halt zu verhindern, hätte man hier zum Beispiel nochmal einen Draht ziehen können mit dem Volks. Oder halt mit dem AFK-Dude da. So, jetzt können wir das ein bisschen langsamer machen, weil das halt diese Schlüsselszene ist, wo er überlaufen wird. Und die Überlaufung jetzt übrigens ganz nebenbei, das ist der Kuli-Spieler und das ist auch der Kuli-Spieler. Also der wird jetzt überlaufen. 1 gegen 1 wird er überlaufen von Rifles, die halt schon Leben und Manpower weg haben, gegen eben eine fast ausgebaute Stellung mit überlegener Deckung. Ja? Also diese drei Rifles überlaufen jetzt quasi vier Einheiten alleine. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der Unterschied zu der einzigen Situation, die davor war, wo das eben nicht passiert ist, wo der alleine beide Verteidiger abgehauen hat, ist halt der, dass es vorher eine Stellung gab, die jetzt nicht mehr existiert. Das ist der einzige Unterschied. Das MG ist jetzt quasi weg. Das MG hat sich jetzt gedreht, um auf diese Bedrohung zu reagieren. Was bedeutet, dass die Bedrohung einfach jetzt da reinläuft und ne, da in die Mine gelegen wäre, das zum Beispiel nicht passiert. Genau, und damit ist die Sache eigentlich gelaufen. Jetzt poppt zwar auch die Bar sehr schön gleich, das ist aber völlig irrelevant, weil der Kampf an der Stelle schon vorbei ist. Zumal die Bar auch keine Relevanz hatte, weil er halt auch schon Nades hatte. Ja, von daher ist das jetzt faktisch vorbei. Also ohne hätte er den Kampf auch locker gewonnen, ne? Auch ohne Bar. Sogar ohne Nades würde ich argumentieren, hätte er den Kampf gewonnen. Jetzt wird die ganze Armee ausgelöscht. Und darum geht es jetzt hier, Stellungsausbau. Der einzige Unterschied, und das war wie gesagt nur ein Spieler, drei Einheiten gegen vier. Und der einzige Unterschied zu eben, hier ist der zweite Spieler, hat nicht daran teilgenommen. Der einzige Unterschied halt zu eben ist wirklich der Stellungsausbau. Es war halt, die Mauer war halt zu, die Minen lagen halt, ne? Das ist der einzige Unterschied und die Einheiten waren in Position und wurden nicht wie das MG überrascht, ne? Und von daher ist es halt elementar wichtig, dass man sich, glaube ich, anguckt, wie eine Stellung aussehen kann und wie man die halt optimal aufbaut. Und das heißt halt auch immer wieder erneuern, wenn die Gegner das weggemacht haben. Ihr seht das vielleicht in dem anderen Replays gegen wo ich gegen Smiler gespielt habe. Der legt immer wieder Minen in denselben Slot, wo ich immer wieder reinhüpfe, weil das auch der beste Slot zum Durchlaufen ist, um so einen Split zu ermöglichen. Ne? Also das hier ist zum Beispiel diese Split-Position, die ich immer sage, wo der Gegner halt, also hier vorne laufen die zusammen rein
und ab irgendeiner Position splitten die halt. Und diese Split-Position muss durch eine Mine oder einem G gesichert sein. Und naja, das ist halt hier zum Beispiel nicht geschehen, ja. Ich meine, die haben auch nicht gesplittet hier unten zum Beispiel, aber ne, das ist trotzdem nicht geschehen. Und ich denke, dass das ein wichtiges Element ist von Wehrmacht-Gameplay. Ich meine, ich kriege das von Micro auch noch nicht immer optimal hin, keine Frage. Aber das ist etwas, glaube ich, wenn man Wehrmacht spielen will, was man üben sollte. Und man sollte auch vielleicht wie gesagt, das zweite MG vor dem Sniper bauen, wenn man eine Stellung halten will. Ich glaube, der Sniper ermöglicht eher mobileres Gameplay. Ne? Weil also entweder das MG von dem Sniper gewesen oder stelle ich mir, wäre das MG auch schon in der Position gewesen. Ja? Das ist auch nochmal so ein Ding. Ich würde auch einen zweiten Volks wahrscheinlich vorziehen in der Verteidigung als einen Sniper. Also ich würde den Sniper eigentlich in ganz wenigen Szenarien nur vorziehen. Es kommt halt darauf an, wie mobil ihr sein müsst. Aber wann immer ihr stationär seid, würde ich den Sniper erst nehmen, wenn die Stellung wie Fort Knox ausgebaut ist. Obwohl das hier möglich gewesen wäre tatsächlich. Genau, so das war die Geschichte. Ich dachte mal, dass ich das noch loswerde, weil das so ein wichtiges, key-elementares Teil ist von Wehrmacht Gameplay. Genau. Ich überlege jetzt gerade, da war, glaube ich, noch eine andere Szene hier unten gleich. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch sehe, da schon vorbei ist. Da habe ich einen Mikrofehler gemacht, vielleicht eine andere noch interessant vom letzten Replay. Ich weiß nicht mehr, wann die kommt. Dauert, glaube ich, was. Genau, das war jetzt kommt jetzt gleich die Szene. Und zwar, ich habe das MG hier in der richtigen Position gehabt. Wenn ich nach hier das MG ausrichte, das ist jetzt eine Mikrofrage, das hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun, aber wenn das MG hier oben steht und sich nach oben ausrichtet, pinnt das, auch wenn da 100 Rifle kommen. So, was man jetzt wissen muss, was ich halt falsch gemacht habe, ist, wenn das MG hier unten steht, wenn immer eine grüne Deckung zwischen euch und eurem Ziel ist, gehen so viele Bullets da rein, aus irgendeinem Grund, auch wenn das von der Grafik so nicht aussieht, dass sie nicht gepinnt werden, obwohl die über nur Deckung anlaufen. Ne? Und das ist halt ein Mikrofehler gewesen. So, jetzt kommt hier die Szene, also ich habe den da ausgelöscht. Und jetzt kommen halt hier drei Rifles über keine Deckung auf dem MG zugelaufen. Ja? Und das kommt ja bis da oben, kann das schießen, wo ich auch Sicht habe. Das Problem ist halt jetzt nur, wie gesagt, dass das halt hier durch diese grünen Deckungsdinger durchballert. Die zählen ja faktisch nicht als Deckung, die Bullets krachen aber trotzdem dagegen zum Teil, auch wenn man das nicht sieht. Und deswegen werden die halt da oben nicht gepinnt, die jetzt da dran kommen, die Rifles. Plus die erste Salve geht sogar noch in den Airborne rein. Die Flanke, das ist egal, ne? Das hätte der überlebt, plus ich habe halt da noch einen Pio gehabt. Und jetzt werden die halt nicht gepinnt. Die kriegen keine Deckung angezeigt, die kriegen jetzt die dritte Salve ab und werden nicht gepinnt. Das liegt nur in der grünen Deckung, die auch nicht angezeigt kriegen. Und weil halt die erste Salve in den Airborne ist und nicht auf die Leute, als sie oben auf der keinen Deckung war. So, und da ist das jetzt hier ein Mikrofehler. Ich hätte das MG wahrscheinlich, bevor der Airborne schon besiegt war, noch direkt nach vorne bewegen müssen, als ich die Rifles genannt habe, dass sie runterkamen. Hätte das hier gestanden, das MG, zu dem Zeitpunkt, wo die Rifles hier oben waren, wäre der Kampf gewonnen worden. Das war ein Mikrofehler. Also hier ist auch nicht das Problem, dass drei Rifle kommen gegen ein MG und Bike, sondern auch hier ist das Problem, dass das MG falsch stand, genau wie das eben hier falsch stand, die beiden. Ne? Das ist also einfach nur eine Aufstellung des MGs. Und zwar der Unterschied ist einfach nur, dass ich halt eine Deckung hier zwischen mich hatte, hier vorne. Und hier ist, dass sie nicht an der Split-Position gepinnt haben. Also die Frage, wo man das MG aufstellt, die ist absolut spielentscheidend für einen Wehrmachtspieler. Ich glaube, dass man sich da sehr, sehr viel Gedanken drüber machen muss. Ich persönlich war ich selber überrascht, ehrlich gesagt, in der Szene, dass die nicht gepinnt haben hier, obwohl es die dritte Salve in die reingeht, ja, und die halt über die Nichtdeckung kam. Das hat mich selber überrascht, aber das liegt an diesem Ding da, auch wenn man das nicht vermuten mag. Ja, und von da war das jetzt hier vorbei, der Kampf. Ich habe da noch eine vierte Salve, genau, eine vierte Salve ohne Pin. Ich meine, stehen sie in der Deckung, jetzt wird ja keiner mehr warten, aber ich meine, die Krähen werden trotzdem gemassakert, weil die Deckung halt auch nicht wirklich zählt, aber die Bullets, die gehen da so oft in diese Dinger rein, dass sie keinen Pin bekommen. Ich glaube, die Unterdrückungszahlen gehen schneller runter, wenn die an der grünen Deckung stehen auch. Und diese beiden Mechaniken zusammen führen, glaube ich, dazu, dass ich hier nach, ich glaube, drei oder vier Salven jetzt keinen Pin schaffe. So, das ist eigentlich die Geschichte. Also ich denke, dass das hier auch hätte gewonnen werden können mit besseren Micro von meiner Seite und da oben auf jeden Fall hat man die Stellung wieder ausgebaut und das MG halt an die Split-Position sowohl da oben als auch da unten gestellt. Und ich denke, dass das Wehrmacht-Gameplay einfach ist, ganz simpel gesprochen. Ihr müsst einfach die Maps, also für einen Amerikaner ist das ja einfach, als Amerikaner muss man die Maps nicht kennen. Ihr müsst gucken, wo der Wehrmachtler ist und dann von mehreren Seiten kommen, ja, und rechtzeitig von dem MG splitten und dann habt ihr gewonnen. Als Wehrmachtler müsst ihr euch echt eine Menge Gedanken machen, wie ihr eure Stellung ausbauen wollt und wie ihr sie halt halten wollt. Ne? Das ist halt wirklich, also Wehrmacht-Gameplay ist meiner Meinung nach viel, viel anspruchsvoller als Amerika-Gameplay. Wenn ihr Brain of Khar spielt, könnt ihr auch einfach Briten machen, da braucht ihr gar nicht denken. Aber wenn ihr halt die normalen Fraktionen spielt, dann müsst ihr tatsächlich euch ein paar Gedanken machen, insbesondere als Wehrmacht. Macht euch das klar, ihr müsst halt nicht nur schneller klicken als Wehrmachtler und Fehler werden nicht nur stärker bestraft, ihr müsst euch auch vor dem Spiel, glaube ich, mehr Gedanken machen. Das ist zumindest mein Eindruck, weswegen ich Wehrmacht auch super hart zum Spielen finde und keinem Anfänger empfehlen kann. Ja, bei Göttern, selbst ich kriege das ja absolut nicht hin, ich habe ja schon ein paar tausend Spielstunden. Ne? Und also wenn ihr Wehrmacht spielen wollt, dann müsst ihr ein bisschen Sitzfleisch mitbringen und euch ein bisschen mehr Gedanken
Gedanken machen. So, das war die Geschichte. Festung ausbauen, und dann läuft das aber eigentlich auch ganz gut. So, in dem Sinne. Ciao, ciao.